neben mir sitzt, der auch inspiriert hat, diese Verschränkung zu unternehmen, der Dr. Schreibl. Schreibl hat ja öfter jetzt in der Presse kommentiert und geschrieben über den Stalingrad-Feldzug, über diesen Kessel, den es dort gegeben hat, über die Schlacht, und hat nicht nur als Historiker eine ganz fundierte Kenntnis über die Vorfälle dieser schrecklichen Ereignisse, sondern er ist selber auch nach Wolgograd, mittlerweile Stalingrad, geflogen, hat Stalingrad, Wolgograd. Ja. Ich habe es jetzt nur noch mal erklärt, weil mir niemand sagt, das ist so. Also, und hat Fotos gemacht, und diese Fotos hängen hier an der Wand. Die ist eine Ausstellung der Volkshochschule Hietzing, wo der Robert auch der Direktor ist, unter anderem, und er schreibt auch Romane, also ist ein sehr vielfältiger Mann. Und diese Ausstellung hat er selbst fotografiert, und ich bin sehr froh, dass wir diese Bilder hier hängen dürfen, weil sie eine ganz perfekte Einstimmung auf unseren Abend darstellt, wenn man schon hier diese alte Turnhalle betritt, die ja ein ganz historischer Boden ist, die in einem ganz schrecklichen Zustand war, wie sie der Thomas Haffner erworben hat. Hier sind Fotos vom Zustand der Übergabe, und der Dr. Haffner hat ja mit einer unglaublichen Liebe auch, wie er eine Kiste entdeckt hat, mit alten Akten dieses Turnvereins, hat er eine Historikerkommission gebeten, ausfindig zu machen, ob es noch Überlebende dieser Leute gibt. Und es gab sie, es gibt sie, es waren über 20 Leute, die aus Neuseeland, Australien, den Vereinigten Staaten, vor allem auch aus Israel gekommen sind hierher. Und ich habe damals auch eine kleine Veranstaltung gemacht mit ihnen. Es war sehr rührend, diese Menschen zu sehen, die einander nach diesen ganzen Jahrzehnten wieder getroffen haben, die gar nicht voneinander gewusst haben, dass sie noch leben, und noch dazu in dieser Halle, wo sie geturnt haben. Also wir befinden uns auf einem wunderbaren historischen Boden. Und nichts Schöneres kann uns passieren, als jetzt diesen Bogen zu starten und zu wagen zu Stalingrad. Robert, was hat dich dazu bewogen, dich mit Stalingrad überhaupt auseinanderzusetzen? Naja, es ist so, dass die Einleitung von dir, wie viel es einfach genau passt, denn ich habe mich 20 Jahre lang mit der Shoah beschäftigt, ausgehend von Krems, wo ich geboren wurde und wo ich die Geschichte der jüdischen Gemeinde beschäftigt habe, und in den 80er Jahren die Überlebenden besucht habe in Israel, in England, in Amerika, und eine Geschichte über die Juden von Krems geschrieben habe. Damals war die Auseinandersetzung mit den Vertriebenen, mit der jüdischen Geschichte, Waldheim-Zeiten, noch nicht besonders hoch, und es hat noch nicht viele Städte gegeben. Bei uns in Krems gibt es, glaube ich, das einzige Denkmal für einen deutschen General, also einen General der deutschen Wehrmacht, der Österreicher war, der nicht direkt in Stalingrad, aber nicht in den Kessel gekommen ist, aber mit seiner Einheit herausgekommen ist, aber praktisch ungefähr gleich wie Stalingrad gefallen ist, kapituliert hat, er auch gefallen ist. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, bis heute gibt es ein Denkmal für einen General der deutschen Wehrmacht in Krems, Karl Hebel heißt er, und das Denkmal ist in dem Jahr errichtet worden, wo ich geboren wurde, 1959. Also das liegt alles auf der Hand, dass man irgendwann nach 20 Jahren Beschäftigung mit der Shoah eigentlich auf Stalingrad kommt. Weil mir das Denkmal immer beschäftigt und die Person, und als Jugendlicher Krems ist ein besonderer Boden. Krems war auch die erste Stadt, wo es nach der Ende der Besatzungszeit das erste Wiedersehenstreffen der Stalingrad-Kämpfer gegeben hat. Das war eben 1959, und dann in den folgenden Jahren mehr.
mehrmals. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Schule, also in der alte war, also einen Brauhofsaal gegeben, und da haben sich immer diese Treffen stattgefunden. Und mir hat das immer beschäftigt, weil ich immer gedacht, es ist irgendwie eigenartig, wie das zusammengeht. Im Geschichtsunterricht, wir haben auch einen Kunden gehabt, da hörst du dann irgendwie über den Zweiten Weltkrieg, also über die Judenvernichtung hat man schon gehört, aber so nicht so ganz im Detail, und über die Kämpfe. Und dann gibt es Leute, die heute nur leben, die sich da treffen, und wo du, wenn du dann als Jugendlicher zuhörst, denkst du, naja, wenn damals nicht dieser blöde Befehl gewesen wäre, wir hätten noch alles gewinnen können. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie eigenartig, dass das der sozialdemokratische Vizebürgermeister sogar eine Grußnote schreibt für diese Kämpfer. Und das war irgendwie eigentlich meine Politisierung. Ja? Und dachte, wie gibt es das, dass sowas möglich ist? Wobei man dazu sagen muss, der Bruno Kreisky hat zum Beispiel, ist extra nach Krems gekommen, damals, um einen, der wirklich ein prononcierter Deutschnationaler war, der hat die Lokalzeitung in Krems gemacht, das war die Landzeitung, der Dr. Herbert Faber, und hat ihm das goldene Verdienstzeichen für die Republik Österreich verliehen. Es war halt gerade die Zeit, wo der Kreisky alles in Ehren und große Persönlichkeit, aber kommt doch Krems und gibt dem das goldene Verdienstzeichen. Und ich war damals in der 7. Klasse und war doch, das gibt's nicht. Der Kreisky, wir sind Sozialdemokraten, die Eltern sind Sozialdemokraten, ich war damals noch nichts, aber haben wir gedacht, irgendwie, das ist komisch, warum zeichnet der an Deutschnationalen aus? Ja? Und das war der Beginn, ja? 20 Jahre lang mehr oder weniger Widerstand und Shoah, dann haben wir gedacht, irgendwann muss ich mich mit diesem Eibel und mit der Zweiten Weltkrieg beschäftigen, und würde jetzt sagen, manches Mal gibt es mir, und sagen Sie jetzt bewusst so verkürzen, aber Sie können mich so nicht zitieren dann nachher, ja? Es gibt zu viel Shoah und zu wenig Krieg. Aber was meine ich damit? Denn der entscheidende Punkt ist, dass die Shoah und die industrielle Vernichtung der Juden ein Teil des Krieges war. Und erst in den Pripyat-Sümpfen in der Sowjetunion, also weit vor Stalingrad, hat sich entschieden, dass man die Juden vernichten muss, und dass es mit der herkömmlichen Methode nicht so geht. Und wenn wir jetzt über Stalingrad sprechen, dann ist natürlich so, dass die Armee, die dort war, die 6. Armee unter Generalfeldmarschall Paulus, und vorher hat es den Reichenau gegeben, der einen Befehl herausgegeben hat an seine Armee, dass er gesagt hat, also dieser Krieg ist kein normaler Krieg, sondern ist ein weltanschaulicher Krieg, und da muss ein Soldat einfach auch andere Dinge tun, und da ist inkludiert, dass die Vernichtung des Judentums auch Teil ist. Der Reichenau ist leider nicht bis Stalingrad gekommen, denn er ist bei minus 30 Grad laufen gegangen und hat nachher, glaube ich, weiß nicht, was er gekriegt hat, einen Herzinfarkt, aber er ist gestorben, und dann ist der Paulus der Befehlshaber der 6. Armee geworden. Und jetzt habe ich das jetzt ein bisschen so ausgeführt, und ich lasse jetzt gar nicht zu Wort kommen, aber ich hoffe, das macht jetzt nichts, weil das Entscheidende ist nämlich, ich sage, Stalingrad ist der liebste Ort, auch wieder zynisch gemeint, für die Deutschen und Österreicher. Was meine ich damit? Weil Stalingrad ist deswegen der liebste Ort, weil dort können und konnten die deutschen Soldaten nachträglich betrachtet Opfer sein. So richtig Opfer. Weil die sind dort lediglich krepiert. Und das Problem an dieser Auseinandersetzung, auch mit dem gesamten Russlandkrieg, ist natürlich das, dass die Personen, um die es geht und die wir vielleicht vermittelt auch hier auf der Bühne oder im ersten Stock jetzt gesehen haben, dass die arme Schweine waren. Ja?
ohne Frage. Und das waren Großväter von uns oder was immer, die waren arme Schweine. Und man muss sich dem auch stellen, dass was dort mit diesen Personen passiert ist. In der Auseinandersetzung mit Stalingrad ist eines immer ausgeklammert worden. Was haben diese Personen gemacht, bis sie in Stalingrad waren? Ja? Das ist jetzt nicht deine Aufgabe. Robert, darf ich kurz was sagen? Also mir ging es darum, jetzt in der Arbeit auf keinen Fall eine politische Wertung zu geben, sondern mir ging es einfach um die menschliche Befindlichkeit der Menschen, dieser jungen 18- bis 25-jährigen Buben, die da hingeschickt werden. Wie geht es denen, wenn sie wissen, sie werden das hier nicht überleben, sie kommen aus diesem Eis nicht mehr raus. Mit ihren Hoffnungen, mit ihren Erinnerungen, mit ihren individuellen Sachen. Und ich wollte keine politischen Statement abgeben, weil es eine Zeit war, wo es eigentlich nur Opfer gab. Es gab natürlich die Juden als Opfer, das ist ganz unbestritten und ganz grauenhaft, weil die wirklich wie noch nie zuvor da gewesen industriell ermordet worden sind. Und das hast du ja schon auch so gesagt. Und es gab diese vielen jungen Buben, die einfach aus ihrem Leben gerissen worden sind und irgendwo hingeschickt worden sind, wo sie nichts verloren hatten. Eben mit diesen Weiben von Russland. Viele von ihnen waren grauenhafte Mörder, da ist irgendein Schalter umgekippt und die sind ganz richtige Bestien geworden. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass zum Kreisky zurück, den ich auch sehr, sehr schätze, als geschätzt habe als Bundeskanzler, weil ich viel Wunder da, aber ich fand ihn eine ganz wichtige Integrationsfigur, aber das war mit zum Preis, und das hat er auch ganz bewusst gemacht, auch das ganze rechte Lager einzubinden, die so unter der Oberfläche schön gebunden haben. Und heute ist es so wichtig, und deshalb bin ich so froh über diese junge Generation, die Johanna Jonas, die da sitzt, macht eine unglaublich tolle Arbeit mit dem jungen Salon hier und macht eine Aufarbeitungsarbeit, die hier in diesen Räumen auch ermöglicht wird von Thomas Hafner, um eine junge Generation heranzubilden mit einem unglaublichen Bewusstsein, dass das nicht mehr vorkommt, weil wir haben es heute leichter, weil diese ganzen Leute tot sind. Die Opfer, die Überlebenden, aber vor allem auch die Täter. Und ich bin bei der Deutschpartei noch durchgefallen, weil unser Direktor war ein SS-Oberschulmannführer und der Matura-Vorsitzende war sein Kriegskamerad. Und die haben mich natürlich als Jungen ganz klar durchfallen lassen. Auch mit denselben Argumenten der Nazis zu sagen, ich hätte eine Doppelloyalität und ich sei kein richtiger Österreicher. Also deshalb kann man mir auch keine Deutschmatura geben. Das ist ja ganz logisch. Nein, ich habe auch gar nicht jetzt hier, das Besondere daran finde ich ja, und deswegen ist auch diese Ausstellung zustande gekommen, so, weil wir haben heuer 70 Jahre Stalingrad gehabt, ja, nicht gefeiert, aber gehabt. Ja. Und das Besondere ist, dass es in ganz Österreich keine einzige Ausstellung gegeben hat zu Stalingrad. Ja. Und das klingt jetzt komisch, wenn das jemand sagt wie ich, der ja mit Militärhistorie überhaupt nichts am Hut gehabt bis vor zwei, drei Jahren, glaubt und haben wir gedacht, aber eigentlich ist es wichtig, dass man da was tut, weil man muss den Spagat machen, und das ist vielleicht jemand unverdächtiger, weil ich will den Zweiten Weltkrieg durch irgendwelche Entscheidungen nicht nur mehr gewinnen, weil das war immer der Bund, so quasi, ja, wenn der Mannstein damals vielleicht früher vorgestoßen wäre, dann hätten wir vielleicht den Kessel sprengen können, und dann sage ich, ja, was war dann gewesen, dann hätten sie es anders mit. Und das geht ja mir nicht, sondern man muss sich dem stellen, was passiert ist, aber auch das Leid der Personen, das muss man akzeptieren. Und das tut wahrscheinlich fast viel mehr weh, würde ich so sagen, als die Shoah, weil wir haben, die wenigsten von uns haben irgendwelche Personen, die durch die Shoah ums Leben gekommen sind. Aber alle haben aber im Großteil Österreich. Aber alle haben natürlich Väter und Großväter, die im Zweiten Weltkrieg waren, die nicht drüber geredet haben, die damals hätte ich gar nicht reden können mit denen, weil das einfach, das
eher unmöglich gewesen. Und daher ist es ganz schwierig, sich dieser Geschichte zu stellen. Und da muss man sagen, dass dann in einem Land wie Österreich eben gar keine Ausstellung gibt, kann mich eigentlich überhaupt nicht freuen, weil man druckt sich vor der Geschichte. Und das, was in der Ausstellung auch drinnen ist, Deutschland und auch teilweise Italien, weil es haben auch Italiener in Stalingrad gekämpft, die haben zur Erinnerung an, die, an das, was passiert ist, die Deutschen haben eine Schule gebaut und haben einen, die Italiener haben einen Kindergarten gebaut. Was haben die Österreicher gemacht, die ja eigentlich gar nicht dort waren, wir waren ja nicht dabei. Ne? Was haben die Österreicher gemacht? Die Österreicher haben unter Zilk eine Stahlpyramide in die Ebene gesetzt. Jetzt sage ich, was ist gescheiter? Ein Kindergarten oder eine Schule oder eine Stahlpyramide? Das ist unser Anteil und wir sind die einzige kriegsführende Nation, also uns hat es ja nicht gegeben, aber die Österreicher, die für ihre Soldaten ein Denkmal dort haben. Die anderen bauen Schulen und machen vernünftige Sachen und wir stellen eine Stahlpyramide hin. Also das ist wirklich die Verlogenheit auf die Spitze getrieben, auf die Pyramide getrieben, ja? Dass so etwas möglich ist. Und die Deutschen fahren mit ihren Jugendlichen nach Stalingrad, pflegen russische Gräber, die russischen Jugendlichen pflegen die Gräber der Deutschen. Was kann es für ein schöneres oder für ein sinnvolleres Begegnung geben, so etwas zu tun? Die Österreicher, wir fahren nicht hin, weil wir waren nicht dabei und die Sache ist für uns abgeschlossen. Daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man Militärgeschichte von einer anderen Seite betreibt und deswegen habe ich das so gesagt und wenn ich dir ein kleines Kompliment machen darf, ja, das hat jetzt nichts mit Stalingrad, also Vorsicht. Ein schweres Kompliment. Na gut, aber ich sage es jetzt nicht. Ich bin ja trotzdem der Meinung, dass man Schubert erst versteht, wenn man Kupferblume sieht. Ich hoffe nur, dass jemand, dass es darüber auch in dem Sinn eine Kritik gibt, weil also dieser Ansatz, und wenn man die Feldpostbriefe liest, derer, die dort waren, ja, ist es so ein genialer Ansatz, wie das herausgearbeitet ist. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, die Pianisten sind schon weg. Ja. Es ist unterschiedlich interpretiert für mich, weil manches Mal gibt es eine Stelle, ich weiß nicht genau was, wo dann da sitzt du am Boden und schreist dann nachher so. Und da klingt der Schubert so wie aus den 30er Jahren ein Schlager. Kurz. Ja? Also unglaublich. Das ist so in ich habe kein Schubert mehr zu nehmen. Das ist eine Information. Das passt nicht so. Und dann am Schluss, wenn die hinausgehen, ja, dann wird gesund, ja, das war aber schon Schubert, ja. Und die schlurfen hinaus und man ist sich nicht ganz sicher, ob das die Moorsoldaten sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst du sicher, das Lied, ja. Also wenn die hinausschlurfen und man muss kurz nachdenken, wenn man das, die Moorsoldaten, Dach oder immer dieses berühmte Lied, das ist ähnlich, ja, und das ist so, da gibt es darüber hinaus noch so viele andere tolle Bezüge, wo zum Beispiel wir, wenn es keine Götter gibt, wir sind selber Götter, ja. Also wenn ich das, diese Aussage, ja, das ist deutsche Wehrmacht auf dem Weg zur Wolga. Unter Holocaust. Weil die Deutschen haben ja gesagt, und das ist ja beim Eichmann-Prozess ganz deutlich durchgekommen, wo der Eichmann ja richtig ein großer Hygieniker war und hat gesagt, dass das jüdische Volk ist einfach schmutzig, es darf es nicht geben. Und wir Deutschen haben diese Scheißaufgabe, die Juden auszurotten, aber wenn wir es schon machen müssten, dann machen wir es halt gründlich. Aber das ist etwas, was geschehen muss. Also es war quasi diese Schöpferhybris zu sagen, wir dürfen entscheiden,
wem darf es geben. Aber das war eine ganz klare Entscheidung. Aber es hat auch gottbegnadete Nazis gegeben bei den Franzosen, wie den Selin zum Beispiel. Der war ein Arzt und der hat seine Dissertation über den Semmelweis geschrieben. Das war ja, der Semmelweis war ein jüdischer Arzt in Wien, ein Gynäkologe, der gesagt hat, die Ärzte sollten sich die Hände waschen nach einer Geburt, bevor sie eine zweite Geburt machen. Und dann ist die Säuglingssterblichkeit um, glaube ich, 70% zurückgegangen, also wirklich dramatisch. Und der Selin hat eine Dissertation über den geschrieben, ist dann selber Arzt geworden, hat seinen Turnus gemacht in Algerien, hat sich so einen weißen Raumfahreranzug angezogen, weil er wirklich Angst gehabt hat, dass er sich ansteckt in den 20er Jahren. Und in den 30er Jahren hat er dann diese riesigen antisemitischen Hetzparolen, diese Pamphlete verfasst in Frankreich. Also es hat immer einen Hygiene... eine kranken Hygienegedanken gehabt in dieser Judenvernichtung. Und das kommt, diese Schöpfergeschichte, was man Schubert, wir haben kein Wort verändert von Schubert. Also das ist bei Wilhelm Müller, der sich ja selber auch freiwillig gemeldet hat, ins deutsche Militär gegen den Napoleon, der hat das schon ein bisschen entzogen.